Der alte Gerichtsturm an der Oberstraße ist Zeuge einer wechselvollen Geschichte im Essener Stadtteil Rellinghausen. Das ansässige Stift ließ den Turm anno 1567 für seine Gerichtsbarkeit errichten. 1997 erwarb die Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald den Blücherturm von der Stadt Essen. Dank einer Förderung der NRW-Stiftung war es uns möglich, diesen Turm umzubauen, zu sanieren und für neue Zwecke der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Über lange Zeit war der Turm Gefängnis und Folterkammer. 39 unrühmliche Hexenprozesse fanden hier statt. Einen Großteil der aufwendigen Restaurierungsarbeiten übernahmen Mitglieder des Vereins Bürgerschaft Rellinghausen-Stadtwald e.V. ehrenamtlich. Im Oktober 1998 wurde der Turm feierlich wiedereröffnet. Seinen heutigen Namen Blücherturm verdankte einem beliebten Stadtpolizisten, der hier Ende des 19. Jahrhunderts wohnte und dem damaligen preußischen Feldmarschall Blücher sehr geähnelt haben muss. Mit großem Engagement leistet der Verein bereits seit vielen Jahren für seinen Stadtteil aktive Geschichtsarbeit. Ein besonderes Anliegen der Mitglieder ist die Einbindung benachbarter Schulen. So möchte man zum Beispiel durch Vorträge und Einladungen bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für Heimatgeschichte fördern. Der Blücherturm ist fester Bestandteil und Station auf den Stadtrundfahrten des Verkehrsvereins Essen. Zahlreiche prominente Besucher haben sich bereits in das Gästebuch eingetragen, darunter der Erzbischof von Kolumbien oder Bundespolitiker wie Norbert Blüm. In den engen Räumen ist alles Wissenswerte über die Geschichte der Region zusammengetragen, vom heimischen Bergbau bis zur religiösen Bedeutung des benachbarten Stifts. Im Dachgeschoss befindet sich eine kleine Bibliothek mit Fachliteratur sowie ein Foto-, Karten- und Pressearchiv, das Historiker, Schüler und Geschichtsinteressierte nutzen können. Zudem bietet der Verein heimischen Künstlern im Turm ein Forum für ihre Arbeiten. Selbst eine Ausstellung über Schweinereien findet hier ihr neugieriges Publikum. Der Blücherturm ist heute ein beliebter Treffpunkt und lebendiges Wahrzeichen der über 1000-jährigen Geschichte des ehemaligen Stiftsdorfes Rellinghausen bei Essen.